Bonjour à tous, Thomas hier. Wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause bei mir im Studio. Ich sitze auf einem Balkon oder auf dem Balkon meines Hotelzimmers mitten in Paris. Und was kann man in einer Stadt wie Paris fotografieren? Vieles, sehr vieles. Unter anderem eignet sich eine große Stadt wie Paris aber auch sehr, sehr gut dazu, Streetfotografie zu machen. Denn als Fotograf oder sagen wir als Mensch mit einer Kamera in der Hand, fällt man hier so gut wie gar nicht auf. Paris ist eine sehr stark touristisch, auch touristisch geprägte Stadt und dementsprechend gehören Menschen mit Kameras eigentlich zum Stadtbild. Insbesondere natürlich da, wo die Sehenswürdigkeiten sind, aber nicht nur da. Deswegen sind sowohl die Einwohner von Paris und die Einwohnerinnen natürlich von Paris sind eigentlich daran gewöhnt, dass es haufenweise Menschen mit Kameras gibt und dass sie alles Mögliche fotografieren. Und die Touristen selber sind natürlich auch daran gewöhnt, dass andere Touristen eine Kamera haben und dass man also auch wir sehr gut Touristen fotografieren können. Also es gibt unglaublich viele Gelegenheiten, in Paris Streetfotografie zu machen, im Sinne von Streetfotografie mit Menschen drauf. Und deswegen geht es heute um die Kameraeinstellungen, die man vornehmen kann, wenn man Streetfotografie macht. Ob in Paris oder woanders, ist dabei letztendlich ganz egal. Man heißt in dem Fall natürlich das nicht, das müsst ihr unbedingt zu tun. Das, was ich euch heute vorstelle, sind meine Kameraeinstellungen, die ich inzwischen benutze. Inzwischen heißt, die sich für mich als die besten herausgestellt haben, um Streetfotografie zu machen. Streetfotografie im Sinne mit Menschen drauf. Und da gibt es im Wesentlichen vier Themenblöcke, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Und der erste hat noch gar nicht mal was mit der Kameraeinstellung zu tun. Beim ersten geht es darum, mit welchen Brennweiten bzw. dann auch mit welchen Objektiven kann man denn am besten Streetfotografie machen. Ich persönlich habe festgestellt, dass für mich Brennweiten nicht die richtigen Objektive sind, dass Festbrennweiten für mich nicht die richtigen Objektive für die Streetfotografie sind. Ich mache das bevorzugt mit Zoom-Objektiven und ich habe festgestellt auch, dass mein Brot- und Butter-Zoom-Objektiv, in dem Fall von Fuji, da rumpelt jetzt erstmal ein Lieferwagen vorbei, den lasse ich gerade mal vorbei rumpeln. So, jetzt ist er vorbei. Das Objektiv, mit dem ich am meisten Streetfotografie mache, ist ein Zoom-Objektiv und zwar in dem Fall von Fuji, gibt es aber natürlich von jedem anderen Kamerahersteller mit einem vergleichbaren Brennweitenbereich, ein 18 auf 55 mm, umgerechnet von APS-C auf Vollformat sind das 27 mm auf ungefähr 80 mm. Das ist ein Brennweitenbereich, da kann man eigentlich sehr, sehr viele Gelegenheiten der Streetfotografie abdecken und wenn das nicht reichen sollte, wenn ich mal ganz bewusst doch längere Brennweiten brauche, dann habe ich ein 85 mm Objektiv an meiner Fuji XT3, in dem Fall von Wildrox, muss nicht von Wildrox sein, ganz egal, hängt ja auch vom Kamerasystem ab, mit dem ihr fotografiert. Also ein länger brennweitiges Objektiv könnte durchaus auch ein mittellanges Teleobjektiv sein. Wenngleich, dann ist man natürlich nicht mehr besonders auffällig, aber mit diesem dicken Klopper davor auch nicht. Was dann aber bei der Streetfotografie gar nicht so schlimm ist, denn damit ist man natürlich sowieso weiter weg und wird auch gar nicht so schnell von den Leuten als Fotograf wahrgenommen. Der Grund mache ich als Ergänzung, warum ich das gleich in der Kamera habe, ist, ich habe generell immer gerne zwei Kameras dabei, Backup-Kamera, und wenn ich die Backup-Kamera schon dabei habe, habe ich dann die längere Brennweite gleiche dran gemacht. In den meisten Fällen aber mit dem 18-55er bezogen auf APS-C. Kommen wir aber jetzt tatsächlich zu den Kameraeinstellungen. Die erste Kameraeinstellung, die ich jedem empfehlen kann, ist, wenn ihr eine Kamera und oder Objektive mit einer Vibrationsreduktion habt, respektive einen Sensor, der die Bewegung ausgleichen kann, eine Kamera mit Sensorstabilisierung, schaltet die ein, denn dann seid ihr durchaus auch in der Lage, mit längeren Verschlusszeiten noch gute, scharfe Fotos zu machen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ansonsten an meiner XE4, die ich im bevorzugt für die Streetfotografie nutze, habe ich keine Sensorstabilisierung, aber ich habe das ein oder andere Objektiv mit einer Stabilisierung im Objektiv und das reicht mir dann auch und mir wäre es sogar fast egal, ob das eine Stabilisierung hat oder nicht. Wenn ihr aber eine Kamera habt, die das eine und oder das andere anbietet, nutzt das auf jeden Fall aus dem genannten Grund. Der zweite Themenblock, der die Kameraeinstellung betrifft, der betrifft eigentlich den Aspekt automatisch fotografieren oder mit der Automatik fotografieren oder manuell fotografieren. Ich fotografiere 99% meiner Fotos im vollständig manuellen Modus. Das heißt, ich stelle die Belichtungszeit manuell ein, die Blende manuell ein, den ISO-Wert manuell ein.
In der Streetfotografie mache ich alles so gut wie vollautomatisch oder lasse die Kamera vollautomatisch fotografieren. Ich benutze in dem Fall bei meiner Fuji, wird es aber bei euren Kameras in der einen oder anderen ähnlichen Weise auch geben. Die grundlegenden Einstellungen sowieso. Ich fotografiere, ich nenne das mal eine Zweidrittelautomatik. Und Zweidrittel aus dem Grunde, weil von den drei Faktoren zwei automatisch und eine dritte, das ist der, da behalte ich mir vor, bei Bedarf manuell steuernd einzugreifen. Die erste Automatik ist die ISO-Automatik. Gerade in der Streetfotografie kann es sehr schnell passieren, dass man einen Schwenk macht, dass man eine ganz andere Lichtsituation hat. Und wenn du dann erst über die Belichtungszeit oder über die Blende oder über die Sensorempfindlichkeit dann erst anfangen musst, einen Wert einzustellen, der eine adäquate Belichtung ermöglicht oder nachher auch erlaubt, dann ist das einfach zu spät, weil in der Streetfotografie muss es schnell gehen. Manchmal ergibt sich eine Szene nur für 2-3 Sekunden und dann haben wir nur eine Möglichkeit, diese Szene zu fotografieren. Und wenn wir dann noch mit den Kameraeinstellungen beschäftigt sind, ist die Szene, ist die Situation vorbei. Also das eine ist die ISO-Automatik. Ich lasse also die Kamera entscheiden, mit welchem ISO-Wert, mit welcher Sensorempfindlichkeit sie das meint, fotografieren zu wollen. Die zweite Automatik ist die Zeitautomatik. Auch da lasse ich die Kamera in Kombination mit der ISO-Automatik entscheiden, was ist die beste Belichtungszeit. Und jetzt kommt eine ganz besondere Automatik ergänzend ins Spiel, die es unter anderem bei Fuji gibt. Die wird es bei eurem Kamerasystem möglicherweise und bei euren Kameras auch ergänzend geben. Und ich nenne die mal Fuji Street Photography Automatik, denn wir können beide Werte miteinander kombinieren. Und können vor allen Dingen auch vorgeben, wo sind die unteren und die oberen Grenzen sowohl der Belichtungszeit als auch der ISO-Automatik, der ISO-Werte, die die Kamera einstellt. Und dazu gibt es bei Fuji in dem Fall, gucken wir uns das gerade mal an, einfach nur als ein Beispiel, dazu gibt es bei Fuji drei ergänzende ISO-Automatiken, die man wahlweise einstellen kann. Und ich gucke mir mit euch mal von diesen drei ISO-Automatiken die dritte an, weil das ist in meinem Fall die, die ich eigentlich in den meisten Fällen wähle. Gerade in so einer Stadt wie Paris, wenn man dann plötzlich in so Straßenschluchten kommt, selbst wenn die Sonne scheint, so wie jetzt heute noch, dann kann es sehr schnell passieren, dass man in eine Ecke kommt, die plötzlich ganz dunkel ist und da braucht man dann eben auch einen sehr hohen ISO-Wert. Ich stelle die Werte, die wir hier zur Verfügung haben, folgendermaßen ein. Wir haben also einmal die Standardempfindlichkeit, wir haben die maximale Empfindlichkeit und wir haben die minimale Verschlusszeit. Die Standardempfindlichkeit steht für den geringsten ISO-Wert, den die Kamera auswählen soll. Und das ist in dem Fall der Wert 160. Das ist der native ISO-Wert des Sensors. Und im Idealfall lasse ich die Kamera natürlich mit dem bestmöglichen ISO-Wert fotografieren, um die bestmögliche Bildqualität bei Bedarf zu bekommen. Ich könnte auch jeden anderen Wert als geringsten ISO-Wert einstellen. Der zweite, die maximale Empfindlichkeit, das ist der höchste ISO-Wert, den ich der Kamera erlaube, alleine oder eigenständig einzustellen. Da habe ich den höchstmöglichen genommen und das ist ein Wert von 12.800. Und jetzt kommt das, was in unter anderem bei Fuji speziell ist. Ich kann ergänzend auch die minimale Verschlusszeit im Rahmen dieser Automatik konfigurieren. Und ich habe die in dem Fall auf einen Wert von einer 200stel eingestellt. Das ist dann die längste Verschlusszeit, die ich der Kamera erlaube. Der nächste Themenblock betrifft das Fokussieren. Man kann natürlich manuell fokussieren oder man kann sich der Autofokus-Funktion bedienen. In den heutigen Zeiten würde ich keinen manuellen Fokus mehr nehmen, weil der nämlich auch ergänzend Zeit kostet. Ich fotografiere also Streetfotografie ausschließlich mit dem Autofokus. Was ich einstelle, jetzt speziell wieder bei der Fuji X-E4, das mag für eure Kamera anders sein, ganz einfach, weil sie größer ist und ihr nicht dieses Problem bekommt, was ich mit der X-E4 am Anfang hatte. Dadurch, dass die X-E4 eine relativ kleine, sehr, sehr kleine Kamera ist, ist es mir immer wieder passiert, dass ich, wenn ich nicht fotografiert habe und die Kamera nur in der Hand gehalten habe, immer mit dem Daumen auf das Touch-Display gekommen bin. Und ich hatte in der Anfangszeit auch den Touch-AF, also den Autofokus eingestellt, der das Autofokusfeld genau an die Stelle positioniert, wo ich mit dem, in dem Fall Daumen, drauf drücke. Das heißt, ich hatte den Autofokus immer an einer, oder das Autofokus-Messfeld immer an einer Stelle, wo ich es gerade nicht gebraucht habe. Und dementsprechend habe ich für die Kamera die Touch-Funktion, die Autofokus-Touch-Funktion vollständig abgeschaltet und habe mir das Autofokusfeld als Standard-Autofokusfeld genau in die Bildmitte gelegt.
Ganz einfach, weil dann weiß ich und kann mich darauf verlassen, wenn ich dann doch nochmal die Möglichkeit habe oder die Zeit habe, nachzufokussieren, dann ist das Autofokusfeld immer an derselben Stelle. Dann nehme ich einfach die Kamera ins Auge, auch wenn mein Motiv nicht in der Bildmitte ist, schwenke die Kamera kurz, fokussiere nach, wähle dann wieder den finalen Bildausschnitt und mache dann die Aufnahme. Das geht nach meiner Erfahrung für mich am schnellsten von allen möglichen Optionen. Probiert es für euch aus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr eine Variante habt, auch beim Fokussieren, dass ihr so schnell wie möglich nochmal nachfokussieren könnt. Das Dritte an der Stelle, ich fokussiere mit dem AFS-Modus. Dieser Modus, der steht bei jeder Kamera mit Autofokus zur Verfügung. Dieser Modus lässt es uns dann auslösen, wenn der Bereich unter, hinter, im Bereich des Autofokus-Messfeldes wirklich auch sauber fokussiert ist. Sonst können wir nicht auslösen. Das kann man durchaus auch umstellen auf AFC, dass die Kamera unabhängig davon, ob jetzt schon scharf gestellt ist oder nicht, auslöst, wenn man beispielsweise ganz bewusst mit Unschärfe arbeiten will. Wenn es gar nicht so wichtig ist, ob das Motiv scharf gestellt ist oder nicht. Das hängt dann aber wieder davon ab, was und wie ihr fotografiert. Und dementsprechend könnt ihr dann die eine oder andere Methode wählen. Ich habe für mich festgestellt, AFS ist für mich die beste Methode der Wahl. Also steht für mich die Kamera auf dem Autofokus-Modus AFS. Die Belichtung, die ich wähle, ist die Mehrfeldautomatik bzw. Mehrfeldbelichtung. Dabei sucht sich dann die Kamera aus dem gesamten Sensorbild, aus der gesamten Sensorfläche, mittelt die Kamera die bestmögliche Belichtung. Das finde ich ist für die Streetfotografie auch die einfachste und die beste Wahl. Und insbesondere wenn ihr Streetfotografie auch im RAW-Format macht, dann könnt ihr dann später auch durchaus noch in der einen oder anderen Form mehr oder weniger viel bei der Belichtung eingreifen. Und kommen wir zum vierten Aspekt, und den nenne ich mal Bereitschaftsmodus. Und der hat eigentlich gar nichts mit der Kamera selber zu tun, sondern hat einfach was damit zu tun, wie ich die Kamera für mich bereit halte, um bei der Streetfotografie so schnell wie möglich fotografieren zu können. Und das heißt für mich zum einen, wenn ich draußen in den Straßen unterwegs bin, die Kamera ist immer an. Ich mache die gar nicht aus. So eine Kamera hat doch oft auch eine Standby-Funktion. Wenn man die nicht vollständig abschalten kann, schaltet eure Standby-Funktion auf den längstmöglichen Zeitraum und oder drückt einfach zwischendurch immer mal ganz kurz auf den Auslöser. Man muss dabei nicht unbedingt auslösen, aber die haben ja die Auslöser zwei Druckpunkte. Der erste Druckpunkt reicht und dann stellt die Kamera wieder ihren internen Zähler auf Null und man hat wieder den längsten Zeitraum, bis sie sich schlafen legt. Das zweite ist die Brennweite, die ich als Standardbrennweite wähle. Ich habe immer eine Grundkonfiguration, in die ich nach jeder Aufnahme immer wieder zurückgehe. Dann weiß ich ganz einfach, genau das werde ich jetzt bei der nächsten Aufnahme sehen und kann schon vor der Aufnahme entscheiden, ich werde wahrscheinlich eine etwas längere oder eine etwas weitere Brennweite benötigen und kann schon beim ans Auge halten schon gleich auf den Zoomring gehen auf den Zoomring gehen und kann dann schon sofort dann mir den Ausschnitt in der einen oder anderen Richtung verändern. Meine Ausgangsposition, habe ich für mich herausgefunden, ist plus minus 30 mm, ist ein relativ guter Anfangsbrennweite, von der ich dann zumal auch in die eine oder andere Richtung keinen allzu weiten Weg habe. Und die Blende, die ich als Standardblende nehme, die ich auch so gut wie nie ändere, ist Blende 8. Und der Grund, warum ich Blende 8 nehme, hat unter anderem auch was mit der Brennweite zu tun und auch wieder damit, möglichst schnell zu sein und bei dem Schnellreagieren auch eine möglichst scharfe Aufnahme zu haben oder zumindest, dass das Motiv scharf abgebildet ist. Bei der Brennweite von 30 mm, bezogen auf Vollformat entspricht das 45 mm, habe ich bei Blende 8 einen Schärfentiefebereich von knapp 2 Metern. Und zwar wenn ich auf etwa eine Entfernung von 3 Metern fokussiere, von 2,20 Meter bis knapp 4 Meter. Also ich habe fast 2 Meter Schärfentiefe. Und bei so einer Brennweite von 30, 35 mm kommt das in den meisten Fällen aus dem Stand schon sehr gut hin. Sodass ich gleich bei der ersten Aufnahme Kamera ins Auge sofort abdrücken, schon in den meisten Fällen dann ein Motiv habe, was scharf abgebildet ist. Und der letzte Punkt, ich habe es gerade gesagt, dass ich dann auch vorfokussiere und ich fokussiere auf eine Entfernung von 3 Metern, weil das einfach dann erwartungsgemäß der Entfernung meines Motivs zur Kamera entspricht.
ist das Motiv ein bisschen näher, ist es ein bisschen weiter, haben wir ja gerade gesehen, komme ich mit dem gewählten Schärfentiefebereich von 1-2 Metern auch in vielen Fällen hin. Das birgt natürlich durchaus die Gefahr, trotz allem, dass man auch scharf und scharfe Aufnahmen hat, man ist doch näher dran und dann eben nicht. Und dann haben wir unter Umständen ja vielleicht dann doch noch eine zweite oder eine dritte Chance, wo wir dann schnell mit dem Fokus nochmal nachfokussiert haben und dann die zweite oder dritte Aufnahme auf jeden Fall die ist, die wir genauso haben wollten. Das waren meine Kameraeinstellungen für die Streetfotografie. Nehmt es als Grundlage vielleicht, wenn ihr mit der Streetfotografie anfangt oder noch ein bisschen unsicher seid, wie sollt ihr eure Kamera einstellen, könnt ihr das gerne mal als Grundlage nehmen, probiert es aus, ob das auch genau eure Einstellungen sind oder ausgehend davon stellt ihr fest, dass die eine oder andere Einstellung für euch nicht zu gebrauchen ist, dann passt ihr das an euch an, kommt aber relativ schnell zu den optimalen Einstellungen eurer Kamera für die Streetfotografie, wenn es eben schnell sein muss.